Unsere Sitzung geht weiter. Heute Vormittag haben wir ja gehört von Rednern, die über ihre Beobachtungen über die sozialen Medien gesprochen haben. Und ich meine, dass es da sehr viel gibt, was sich schon verbessert hat. Also, ich bin der Co-Kurator und gemeinsam mit David wollen wir mehr Leuten noch die Möglichkeit geben, hier ihre Einsichten, ihr Wissen, ihre Überlegungen und Theorien uns mitzuteilen. Wir wollen uns ansehen, wie sie in unterschiedlichen Situationen versuchen, Dinge zu verändern. Heute Vormittag haben wir drei Rednerinnen gehört. Wir wollen hier eine Balance schaffen und wir haben auch Redner vorgesehen und eine weitere Rednerin. Sie werden uns ebenfalls ihre Einsichten und Überlegungen zu ihrem eigenen Land vortragen. Der erste Redner ist Hu Yong aus Peking. Er arbeitet an der Universität Peking. Er ist ein gesuchter Vortragender und Gelehrter in China. Er befasst sich mit Informationstechnologie und Gesellschaft und er ist auch Autor und Blogger, kommuniziert täglich mit der Öffentlichkeit. Er versucht, eine Brücke zwischen Öffentlichkeit und Behörden zu sein, hier eine Brücke zu bauen. Und er wird uns über sein komplexes Land berichten. Dann als nächstes Suk Suk Ten aus Singapur. Sie ist Diplomatin, kommt von der Grassroots-Ebene. Sie ist zuständig für Dokumentarfilme und sie wird uns darüber berichten, wie diese neuen Instrumente und Tools dem einfachen Menschen eine Stimme verleihen. Sie befasst sich auch mit kinetischen Medien und ihrem Einsatz und der Verbreitung der neuen Technologien. Dann Markus Beggedahl aus Deutschland. Er ist ein bekannter Blogger und Gründer einer Bloggerkonferenz. Er war einer der ersten digitalen Politiker. Er ist ein Pionier im Bereich digitale Demokratie und hat Kontakte zu anderen Communities. Also begrüßen wir als erstes Herrn Hu Yong und er wird uns Einblick in China geben. Good afternoon, everyone. And, einen schönen guten Nachmittag. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich Ihnen hier meine einzigartige chinesische Interneterfahrung vortragen darf. Ich weiß nicht, wie viele Leute etwas über das chinesische Internet wissen. Wenn wir vom chinesischen Internet sprechen, dann denkt man sofort an Zensur. Heute möchte ich allerdings eine andere Seite des chinesischen Internet aufzeigen und darüber berichten, wie die Menschen mobilisiert
und organisiert sind und sich über das Internet und neue Medien ausdrücken. Mein Thema ist also das Internet und die soziale Mobilisierung in China. Und ich möchte Ihnen einen Einblick, ein Bild vom chinesischen Cyberspace geben, der sehr spannend ist. Ich überspringe die akademischen Begriffe. Ich habe hier soziale Mobilisierung und soziale Bewegungen definiert. Und ich komme gleich auf eine Grafik von zwei Amerikanern zu sprechen. Hier ist ein Versuch, die Intensität der Mitarbeit, der Partizipation von Einzelnen aufzuzeigen. Wir haben hier die Horizontale und die Vertikale. Gruppenaktionen lassen sich wie folgt klassifizieren, entweder individualistisch oder kollektivistisch, abhängig von der Zahl der Teilnehmer. Andererseits kann man auch von überzeugenden, persuasiven Handlungen sprechen. Das ist, glaube ich, klar. Lobbying, Unterschriften sammeln, das wäre das eine. Und das andere Extrem wäre eine konfrontationelle Strategie, also Massendemonstrationen etwa und vielleicht auch subversive Aktionen. Mithilfe dieses Rahmens und dieses Diagramms kann man vier unterschiedliche Verhaltensmuster identifizieren in den Gruppenaktionen in China. Einmal individualistische, persuasive Handlungen, dann individualistische, konfrontationelle Handlungen, drittens kollektivistische, persuasive Handlungen und schließlich kollektivistische, konfrontationelle Handlungen. Ich verwende diesen Rahmen, diese Klassifikation. Und dazu kommt dann das Internet als Faktor. Das Internet kann zwei Beiträge leisten. Es kann Initiator sein oder Unterstützer. Das Internet kann also genutzt werden, um Handlungen, konfrontationelle und persuasive, einzuleiten oder auszulösen, beziehungsweise kann es eine unterstützende Rolle spielen. Wir wissen ja von der Twitter-Revolution im Iran und heute Vormittag haben wir ebenfalls gehört über die tunesische Revolution. Also hier können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass das Internet sehr oft nur eine unterstützende Rolle und nicht eine auslösende Rolle spielt. Bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme, vielleicht ein kurzer historischer Hintergrund über die soziale Mobilisierung vor dem Internetzeitalter. Wir können hier unterschiedliche Phasen feststellen. Beginnen wir 1949 bis 1976. Hier war die Partei der einzige Mechanismus zur sozialen Mobilisierung. Erst nach der sogenannten Reform kam es zur Entwicklung einer relativ autonomen Gesellschaft. Anfangs 1979. Die Gesellschaft wurde relativ unabhängig und wir sehen hier auch, dass es zu unabhängigen sozialen Gruppen kam. Geschäftsleuten, privaten Unternehmen, Intellektuelle. Und wir können sagen, dass die Zivilgesellschaft lange Zeit im modernen China einfach nicht vorhanden war. Aber nach 1979 begannen die Leute sich zu organisieren, Gewerkschaften, Handelskammern, Freizeitverbände und auch akademische Verbände wurden ins Leben gerufen. Aber die enge Kontrolle, die strenge Kontrolle über einen langen Zeitraum hat natürlich die Fähigkeit der chinesischen Gesellschaft zur Mobilisierung und Organisation geschwächt.
China ist also ein typisches Beispiel für Probleme mit kollektivem Handeln. Es ist schwierig, Gruppenaktionen in China zu starten. Aufgrund der tiefgehenden Wirtschaftsreform entstanden viele soziale Konflikte und Proteste seit den 1990er Jahren. Sie haben an Zahl, Umfang und Intensität zugenommen. Es gibt konkrete Statistiken über die Häufigkeit derartiger Proteste. Und ein herausragendes Merkmal dieses neuen Trends ist der Einsatz fortgeschrittener elektronischer Technologie. Das ist das herausragendste neue Merkmal. Es bedeutet eine bessere Kommunikation zwischen den Protestierenden und es erlaubt auch die Verbreitung von Nachrichten an Journalisten, an Massenmedien, mitunter sogar an die internationale Gemeinschaft. Der Einsatz neuer elektronischer Technologie hängt eng zusammen mit der Entwicklung des chinesischen Internet. Hier der jüngste Bericht über die Entwicklung des Internet in China stammt aus dem Juli, vom Juli 2011. Die Anzahl der Netzbürger in China betrug im Juni 2011 485 Millionen. Die Zahl der Mobilfonbenutzer in China ist mehr als 800 Millionen. Und mobile Internetbenutzer sind bereits 318 Millionen. Wir können uns ansehen, wie sich das auf das Verhalten der Bevölkerung ausgewirkt hat. Ich werde zuerst einmal über den Widerstand von Individuen, von Einzelpersonen sprechen. Da gibt es auch einige deutliche Merkmale. Es gibt einmal kleine, lokalisierte, isolierte Fälle, wo keine ideologische oder organisatorische Zugehörigkeit notwendig ist. Oft handelt es sich nicht um politische Aktionen. Hängt natürlich davon ab, wie man politisch definiert. Andererseits hat das Internet Proteste ermöglicht, die eine kleine Anzahl von Personen betreffen oder vielleicht auch nur eine Person und größere Aufmerksamkeit dann bekommen, sodass der gleiche Effekt erzielt wird, als ob eine große Menschenmenge in der Straße sich versammelt hätte. Das heißt also, es entsteht der gleiche Effekt wie bei einer großen Straßendemonstration. Einige bekannte und berühmte chinesische Fälle, die auch international bekannt geworden sind. Ich kann diese Geschichten nur kurz referieren und Ihnen einen kleinen Einblick geben. Hier ein ganz berühmter Fall, der 2010 stattgefunden hat. Es ging um eine Familie in der Guiang-Provinz und Sie sehen aus den Bildern, drei Leute haben sich verbrannt während eines Konfliktes an einem Septembermorgen. Die lokale Regierung hat versucht, sie ihres Grunds und Bodens zu berauben. Sie kämpfen um ihren Grundbesitz und Sie sehen hier wie sich die Familie hier zusammengefunden hat, wie das Feuer entzündet wird. Das alles wurde live in China über Blogs ausgestrahlt. Es handelt sich um eine Twitter-ähnliche Kommunikation, sehr populär unter den chinesischen Netzbürgern, den Netizens. Ich zeige Ihnen diesen Fall, um einen Trend aufzuzeigen. In vielen Fällen, wo es um Widerstand bei einzelnen Personen geht, ist es zu Selbsttötungen gekommen. Die Menschen
haben dieses Mittel als Kampfmittel eingesetzt. Also Leute haben sich verbrannt. Und einer ist tatsächlich zu Tode gekommen. Bei anderen Anlässen haben sich Menschen selbst Verletzungen zugefügt. Sie haben sich aufgeopfert im Kampf gegen die Behörden, im Kampf um Recht und Fairness. Also sie haben wirklich sich körperliche Schäden zugefügt. Und viele Menschen haben Selbstmord begangen. Also ganz extreme Reaktionen. Um hier aufzuzeigen, dass alle legalen Mittel nicht zum Ziel geführt haben. Und sie haben da eben zu ganz extremen Handlungen gegriffen. Und diese Nachrichten über diese extremen Handlungen finden natürlich ganz leicht den Weg ins Internet und lösen heftige Online-Diskussionen aus. Da äußert sich die Öffentlichkeit, wann immer solche Fälle passieren. Es gibt sehr viel mehr Fälle. Hier etwa ein Mann, der seinen Brustkorb geöffnet hat. Dieser Mann hat sich einen Finger abgeschnitten. Es sind ganz bekannte, berühmte chinesische Fälle, aber aus Zeitmangel kann ich nicht darauf eingehen. Ich werde auch über die Auswirkungen der visuellen Mobilisierung sprechen. Wenn man solche Bilder sieht, Videoaufnahmen oder Fotos, so macht das natürlich einen gewaltigen Eindruck. Es ist eine Art Waffe. Man hat es hier mit politischen Aktivitäten zu tun. Sie sind für Unterprivilegierte oft unerreichbar, aber hier können die Proteste einfach auch in den Blick der Öffentlichkeit gelangen und Selbstverletzungen, Verstümmelungen und Verbrennungen wurden zu einer Waffe. Ich komme zum zweiten Teil meines Vortrags. Oder nein, zuerst noch eine kurze Zusammenfassung über diese individuellen Proteste. Im Gegensatz zu organisiertem kollektiven Widerstand sind diese Selbstverstümmelungen oder Selbstverbrennungen von Einzelpersonen der Unterschicht ein Weg, Lösungen zu ihrem Problem, ihren spezifischen Problemen zu finden. Es handelt sich nicht um politische Aktionen, sie führen auch nicht zu großen sozialen Bewegungen. Der Einfluss der individuellen Protestierenden ist von Fall zu Fall verschieden. Ich komme nun zum kollektiven Widerstand. China ist jetzt in eine Phase des Aufstandes eingetreten. Bauern, Arbeiter, die Mittelschicht, sie kämpfen um ihre Rechte. Es gab soziale Bewegungen einmal bei den Bauern. Die Bauern waren die Ersten, die von den Marktreformen profitierten. Aber diese guten Zeiten hielten nicht lange. Die Urbanisierung beschleunigte sich und die Bauern verlieren ihr Land. Ihr Land wird ihnen weggenommen und sie kämpfen um Grund und Boden. Dann
Hier haben Sie ein ganz berühmtes Bild. In Huangxi, in einem Dorf. Und die Bevölkerung protestierte gegen die Wegnahme des Landes. Es hieß, wenn die Regierung gegen das Gesetz verstößt, dann riskieren wir unser Leben, um unsere Rechte zu schützen. Sie sehen hier schon einen Sarg in der Mitte des Bildes. Das soll andeuten, wir kämpfen bis zum Tod. Eine weitere Bevölkerungsgruppe sind die Arbeiter. Sie wissen ja alle, dass es in China die größte Arbeiterklasse gibt. Und die Bedingungen für die Arbeiter sind sehr schlecht. Niedrige Löhne, häufige Verletzungen, Diskriminierung. Und dadurch wurden viele arme Arbeiter einfach Teile einer Protestbewegung. Beginnend mit 2010 haben sich die chinesischen Arbeiter organisiert. Sie haben zu streiken begonnen. Hier ein Bericht in der New York Times, wo es heißt, Arbeiterbewegung durch Technologie ermöglicht. Also auch die Mittelschicht, Frauen kämpfen um ihre Rechte. Sie haben meistens ihre Eigenheime. Sie sind eine Gruppe von Personen, die sich das schon leisten kann. Hier haben wir Leute aus der Mittelschicht, die aber ausgenützt werden von Siedlungsgesellschaften und dergleichen. Und sie drängen auf ihre Bürgerrechte. Sie wollen ihren Besitz verteidigen. Und sie reagieren auch auf Umweltverschmutzung in ihrem näheren Umfeld und wollen eine Lösung dieser Konflikte. Hier haben Sie Guangzhou, wiederum ein ganz typischer Protest, eine Protestaktion, weil die örtliche Regierung hier eine Müllverbrennungsanlage errichten wollte. Dagegen wehrten sich die Leute. Sie gingen auf die Straße und protestierten vor der Stadtregierung. Sie sehen, sie tragen zum Teil Gasmasken. Und sie haben Transparente und protestieren gegen diese geplante Müllverbrennungsanlage. Das sind Beispiele eines kollektiven Widerstandes. Sie zeigen, dass es ein hohes Maß an Bewusstsein unter den Bürgern gibt. Und sie verwenden natürlich alle Online-Mittel und Tools. Hier haben Sie einige Zahlen, die in der Tat erstaunlich sind. Wir haben 1,3 Millionen BBS und 100 Millionen BBS-Benutzer in China. Wir haben 295 Millionen Blogger. 64,4% der Netzbürger sind Blogger. Und dann eine jüngste Entwicklung, die Microblogger, die Mikroblogger. Diese Zahl stammt aus dem Dezember letzten Jahres. Und die Zahlen sind natürlich nach wie vor im Steigen begriffen. Aber
Im Dezember gab es bereits über 63 Millionen Mikroblogger und 15% der mobilen Internetbenutzer sind Mikroblogger. Sie verwenden ihre Mobiltelefone und so weiter und setzen diese ein, wann immer etwas passiert. Ein ganz interessanter Trend, auf den man achten muss, ist hier in diesem Bild zu ersehen. Eine neue, spannende Entwicklung. Es haben Individuen ihre Kandidatur bekannt gegeben für Vertretung in der lokalen Regierung oder auch in der zentralen Regierung. In China kann man die Provinzfunktionäre nicht wählen und natürlich auch nicht die Zentralregierung. Aber wir können auf der kommunalen Ebene wählen. Und daher hat es ab 7. Mai dieses Jahres, hat es in ganz China Wahlen gegeben. Und viele haben über Microblogs einfach ihre Kandidatur für ein öffentliches Amt bekannt gegeben. Und das geschah in verschiedenen Bezirken in ganz China. Sie haben ihre Werbekampagnen hauptsächlich über Blogs durchgeführt. Und es begann mit dieser Frau, die Sie da im Bild sehen. Sie hat ihre Kandidatur im Mai dieses Jahres bekannt gegeben. Ihr Haus wurde durchsucht. Sie wurde in ihren Ansprachen unterbrochen. Man hat ihre Transparente konfisziert und die Polizei hat versucht, das Ganze zu blockieren. Sie hat nicht gewonnen letzten Endes, aber sie berichtet weiter über ihre Erfahrungen. Und es hat da weitere berühmte Beispiele gegeben. Ein Mann zum Beispiel hat 3 Millionen Anhänger über seinen Blog gefunden. Er hat seine Kandidatur auf diese Weise mitgeteilt. Etwas Unglaubliches. Und viele waren wirklich erstaunt von der Intensität der Proteste in China in diesem Jahr. Und daher sagen viele, wir brauchen da gar nicht auf die Straße zu gehen. Das ist ein neuer Trend. Hier die Reaktionen auf Seiten der Regierung aus People's Daily. Die Partei gibt bekannt, China lehnt unabhängige Kandidaten ab. Aber nach wie vor kämpfen diese Leute darum. Hier ein Poster, wo es heißt, wählen Sie einen Nachbar als Ihren Vertreter. Dann gibt es weitere Slogans. Warum über die Finsternis klagen, wenn man eine Kerze anzünden kann? Und wieder der Aufruf, bitte wählen Sie. Das sind Dinge, die im Gange sind. Die Wahlen sind noch nicht abgeschlossen. Sie werden bis ins nächste Jahr hinein andauern und wir werden sicher noch weitere dramatische Ereignisse erleben. Meine Zeit ist knapp und ich komme daher zu meinen Schlussfolgerungen. Ich würde sagen, die soziale Mobilisierung in China weist 2 Merkmale auf, je nachdem, ob es sich um Bauern, Arbeiter oder die Mittelschicht handelt. Einmal die Grassroots-Mobilisierung, die Mobilisierung der Basis. Es gibt selten professionelle Bewegungen. Die sind sehr selten in China. Das heißt, wir haben nicht das institutionelle Umfeld für eine professionelle Organisation. Das heißt, man muss sich auf die
Mobilisierung der Basis oder von Seiten der Basis stützen. Daneben kommt aber auch die Internetmobilisierung hinzu. Die Chinesen leben in einer Realität, wo es nur auf dem Papier Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit gibt. Also meine Schlussfolgerung, das Internet ist nicht oder hält sich nicht an die gleiche, hat nicht die gleiche politische Funktion wie in anderen Ländern. Es kann nicht das politische Leben Chinas auf dramatische Weise verändern, obwohl es eine wichtige Rolle spielt. Aber es kann das chinesische politische Leben nicht alleine verändern. Aber es kann das bestehende soziale Kapital verstärken, sodass soziale Kräfte, die unabhängig vom Staat wirken, die Chance haben, zu wachsen und zu gedeihen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.